Hallo zusammen. In diesem Video geht es um ein besonderes Verhalten von Hypersmooth 2.0 mit der GoPro Hero 8. Und ich glaube, es liegt an diesem Mount. Aber zuerst mal ein bisschen was zum Verhalten. Ich habe einige Videoschnipsel angehängt, die ein bisschen die Auffälligkeiten demonstrieren sollen. Wenn man genau hinguckt, hier habe ich jetzt Hypersmooth 2.0 High aktiviert, dann sind wie Mikroruckler zu sehen, als würde das Video stehen bleiben oder zucken, flackern. Also beim Betrachten auf dem großen Bildschirm sieht es für mich echt übel aus. Und warum glaube ich, dass es am Mount liegt? Man sieht an anderen Beispielen, da ist die GoPro am Federholm montiert oder am Brustgurt getragen, dass dieses Verhalten nicht auftritt. Hier jetzt übers Kopfsteinpflaster wird es ziemlich deutlich, extrem. Ich fahre jetzt mehrfach über dieses Kopfsteinpflaster in den verschiedensten Hypersmooth-Einstellungen, um festzustellen, ob sich irgendwas daran ändert. Nicht wirklich. Am Ende kommt dann mal ein Beispiel ohne Hypersmooth. Da sieht man sehr gut, was es wirklich in der Lage ist, weil das ist sehr heftiges Kopfsteinpflaster und auch wenn es nicht so aussieht, ich flitze da trotzdem ziemlich drüber. Also zurück zum Mount. Der Mount ist mit einem Gummi am Lenker befestigt, unten ein doppelseitiges Klebeband, damit er sich nicht so leicht bei Erschütterungen verdreht. Ich vermute trotzdem, dass hier der Mount sich durch diese heftigen Erschütterungen immer noch ein bisschen nachbewegt, also wie nachschwingt. Und dadurch der Algorithmus überfordert wird oder er Signale bekommt, die er missinterpretiert. Jedenfalls sieht es nicht schön aus und ich werde den Mount demnach nicht mehr wieder verwenden. Man sieht jetzt noch ein paar andere Beispiele, um den Effekt zu verdeutlichen, dass es selbst auf relativ ruhigen Oberflächen, wo hier ab und zu mal ein Wurzeldurchbruch oder so Kopfsteinpflaster, nicht Kopfsteinpflaster, sondern normale Gehwegplatten sind, trotzdem ein sehr unruhiges, unschönes Bild ergibt. Also es ist für den Betrachter sehr störend und entspricht nicht der Qualität, die man von einer GoPro so erwarten kann. Und selbst die 7er kann es besser. Interessant dabei finde ich auch noch, dass die Hypersmooth-Einstellungen nahezu keinen Effekt auf dieses Verhalten haben. Ja, jetzt genießt noch die letzten Clips und mich würde eure Meinung dazu natürlich auch interessieren. Danke, tschüss.